Hey, herzlich willkommen bei Tom Sei, kleine Bäume und mehr. Heute haben wir mal die große Eibe auf dem Tisch. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt im Herbst, um solche Bäume zu gestalten, Totholzarbeiten zu erledigen. Allgemein ist jetzt eine gute Zeit, um Koniferen, Kiefern, Fichten zu bearbeiten. Und damit werden wir jetzt anfangen. Ihr habt schon gesehen, ich habe schon ein bisschen was gearbeitet hier. Das werde ich wahrscheinlich im Vorspann ein bisschen im Schnelldurchlauf reinpacken. Wie ich schon mal angefangen habe, ein bisschen das Totholz zu bearbeiten. Jetzt geht es darum, mit dem Dremel noch ein bisschen die Feinheiten rauszuarbeiten. Und danach mit Yin-Mittel das Ganze ein bisschen aufzuhübschen. Und ich denke, es wird dann einen zweiten Teil geben, wie der ganze Baum
ein bisschen vorgestaltet wird, sodass wir ihn mal in die richtige Richtung bringen. Jetzt sieht er noch ziemlich wild aus. Ich mache den mal kurz auf die Seite. Mal kurz drehen. Ihr seht, ich habe ihn auch unterlegt. Der soll die nächsten Jahre dann mal so eingetopft werden. Jo, aber ich würde sagen, ne? Nicht lang schnacken, ranglotzen. Ich nehme euch mit. Jetzt geht's mit dem Dremel dran. Für solche Totholzbearbeitungen habe ich mir hier mal so ein tolles Set von verschiedenen Fräsköpfen geholt. Die sind sehr cool, funktionieren einwandfrei. Und jo. Ich würde sagen, jetzt noch ein bisschen was Gröberes, nehme ich mal diesen hier. Und da werden wir wohl einiges wegschaffen können. Thank you.
Servus. So, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit dem ganzen Schnelldurchlauf quasi, aber sonst wäre das Video ein bisschen ausgeartet. Ja. Ich hatte, glaube ich, irgendwie fast 2 Stunden Videomaterial über die ganze Fräsaktion. Hab das alles ein bisschen eingekürzt und sehr viel im Zeitraffer laufen lassen. Also ich hoffe, es ist für euch nicht allzu langweilig geworden. Jo, ihr habt gesehen, wie ich vorgegangen bin. Erst mit der Zange, danach mit dem Dremel, danach abgeflemmt mit der Bürste ein bisschen. Hab es dann feucht gemacht, das Holz, und dann mit dem Yin-Mittel bearbeitet. Ich bin mit dem Ergebnis erstmal zufrieden. Bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Bin recht zufrieden. Es ist so meine zweite Totholzbearbeitung, glaube ich. Von dem her bin ich sehr zufrieden. Mir gefällt's. Und ja, der Baum ist ja auch noch nicht fertig. Also da muss ja noch viel geschehen. Da gehen noch etliche Jahre ins Land. Und wenn ich denke, es gefällt mir irgendwas nicht, kann ich das ja immer noch nachbearbeiten. Und ja, jetzt ist dann das Video hier zu Ende. Aber im Anschluss werde ich quasi das nächste Video damit starten. Dann geht es mal hier oben diesen wilden Busch ein bisschen in Strukturen bringen. Vielleicht mal hier und da so ein paar Ebenen schon mal ein bisschen andeuten. Und ganz wichtig, das nächste Ziel ist Rückknospung. Da hoffe ich ganz stark auf das nächste Jahr, weil ich habe hier so lange Äste und keine Knospen dran. Das ist an mehreren Ästen, an dem hier hinten auch. Ja, also da bin ich sehr stark darauf bedacht, dass der Baum sich rückknospet. Rückknospet? Na, ihr wisst, was ich meine. Ist auch schon spät draußen. Und ja, ihr seht es hier heute im besonderen Licht. Eben schon spät abends. Hab hier mal versucht, richtiges Licht aufzubauen und hoffe, man kann alles gut erkennen. Und ja, eben das nächste Video werde ich jetzt dann starten und dann geht es hauptsächlich um die Bearbeitung. Und ich mache jetzt noch ein paar kleine Impressionen und hoffe dann, dass das Video euch gefällt. Und wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Über ein Abo würde ich mich immer freuen, der noch keins hat. Und jo, wir sehen uns demnächst im nächsten Video, wenn es wieder heißt Tomsai, kleine Bäume und mehr. Ciao miteinander.